Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel wahrscheinlich bereits erkennen konntet, gibt es heute mal wieder ein Unboxing. Denn wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, dass ich seit einigen Jahren inzwischen mit der Firma Daniel Wellington kooperiere und die hatten jetzt Mitte Mai ungefähr einen neuen Launch. Die haben nämlich eine neue Uhr herausgebracht und die darf ich euch heute zeigen. Deswegen habe ich hier auch schon das kleine Päckchen vorbereitet und das packen wir jetzt gemeinsam aus. Ich frei die Verpackung jetzt erstmal von so ein paar Katzenhaaren. Da kommt man leider nicht drum rum und gerade bei so schwarzen Boxen bleiben die natürlich super gerne hängen. Ich entferne dann mal das Papier und dann haben wir auch schon die klassische Geschenkbox von Daniel Wellington. Den Link zur Website sowie natürlich zu den Uhren und zu speziell meinem Modell habe ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Genauso wie es immer den 15% Rabattgutschein von mir gibt, der ist hier auch nochmal eingeblendet. Mit dem bekommt ihr, wie gesagt, minus 15% Rabatt auf eure Bestellung. Natürlich sowohl auf die Uhren als auch auf alles andere in dem Sortiment. Könnt ihr gerne mal reinschauen und gucken, ob ihr da etwas findet für euch. Aber ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal die Uhr gemeinsam aus und hier ist sie auch schon. Ich habe sie mir noch nicht genau angesehen, seit ich das Paket erhalten habe. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Das ist auf jeden Fall die neue Quadro... Ich weiß nicht zu 100%, wie man es ausspricht. Das ist jedenfalls das neueste Modell und ihr seht wahrscheinlich schon, wenn ihr Daniel Wellington Uhren kennt, dass sie eben einen drastischen Unterschied zu allen anderen Uhren hat. Sie ist nämlich eckig. Ich habe jetzt für den Vergleich auch extra ein anderes Modell hier mal angezogen. Ich glaube, da lässt sich ganz gut erkennen, dass die zwei ein bisschen unterschiedlich sind. Größentechnisch ist das Ziffernblatt in etwa gleich. Ein bisschen kleiner, gerade dadurch, dass die Uhr nicht quadratisch ist, sondern rechteckig. Aber sie sind zumindest gleich hoch. Das ist im Übrigen die zweitkleinste Größe, also nicht die ganz kleine, sondern die nächste, die größere Damenvariante unter Anführungszeichen, denn alle Daniel Wellington Uhren sind ja unisex, aber ja, also das ist eben die, lasst mich nicht lügen, 28 mm oder so. Wenn ich mich irre, bessere ich das hier irgendwo aus. Auf jeden Fall gibt es diese Uhr hier immer nur in Einheitsgrößen. Dafür gibt es sie in verschiedenen Farben bzw. mit unterschiedlichen Ziffernblättern. Ich habe mir jetzt die klassische Variante gewählt oder eine davon, denn das ist einfach nur Roségold mit einem weißen Ziffernblatt. Es gibt sie aber auch mit schwarzen Ziffernblättern und mit grünen jetzt ganz, ganz neu. Hier ist eben das Schwarze nochmal zur Veranschaulichung und das Grüne kann ich euch gerne hier mal irgendwo einblenden. Das ist auf jeden Fall ganz neu und finde ich sehr interessant. Allerdings ist das so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich das zu allem so gut kombinieren kann. Und da ich die Uhren im Alltag wirklich so gut wie ständig trage, finde ich es angenehmer, wenn die eben nicht so super special sind. Also da ist das für mich schon was Gewagteres quasi. Außerdem gibt es die Uhren sowohl eben mit diesen, heißen die Mesh-Armbändern, also mit diesen Metallarmbändern, als auch mit Lederarmbändern. Wenn ich mich nicht komplett irre, sind die auch genauso auszuwechseln wie diese Armbänder, also ziemlich sicher sogar. Vor allem, wenn ich mir das seitlich so ansehe, sieht das eigentlich vom System her genau gleich aus. Wenn ihr ein Tutorial braucht, wie man die Armbänder wechselt, dann kann ich euch gerne mal hier oder hier, ich vergesse immer welche Seite, mein Video mit meinem, ich glaube, allerersten Daniel Wellington Unboxing verlinken. Da habe ich nämlich auch gezeigt, wie man die Armbänder wechselt. Ist keine große Hexerei, aber wenn man das noch nie gemacht hat, dann braucht man manchmal so ein bisschen Hilfe. Ich habe mir davor auch ein Tutorial angeguckt, einfach nur um zu verstehen, wie das System in etwa funktioniert. Also wie gesagt, wenn ihr da Hilfe braucht, ich verlinke euch das mal und dann lege ich mir die gute Uhr mal um, damit ihr den Vergleich vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu der anderen seht. Und dann natürlich immer der beste Moment, Plastik abziehen. So, wenn man das mal hier daneben hält, sieht man, glaube ich, dass das Band so ein ganz kleines bisschen dünner ist. Das kommt aber wahrscheinlich mit dem Band, was für die kleinste Uhr quasi gedacht ist, hin. Wenn man ganz, ganz nah rankommt, ich weiß nicht, wie gut die Kamera das auffasst, dann sieht man auch, dass dieses Bändchen hier so ein bisschen kleinmaschiger ist. Das ist auf jeden Fall bei den kleineren Uhren von der Variante nicht so. Also haben sie scheinbar bei dem Band auch ein bisschen was geändert. Ich lege die jetzt mal um. Die ist halt jetzt nicht so ganz auf meine Größe eingestellt. Das mache ich gleich noch.
aber dann sieht man vielleicht den Vergleich ein bisschen besser. Wie gesagt, ich finde, die ist wirklich ein absoluter Klassiker. Ich finde, es ist auch ein richtiger Hingucker, dass sie eben nicht rund ist, weil die wenigsten Uhren, die es momentan so am Markt gibt, sind quadratisch oder rechteckig. Ich kenne die eigentlich nur so von meiner Großmutter, diese ganz, ganz alten Golduhren. Die waren so etwa in dem Stil und ich habe die immer total bewundert. Ich fand die super schön. Meine Mama hat dann auch die von meiner Oma geerbt und so und ich finde die absolut toll. Deswegen, also ich stehe total auf den Stil. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, die mit wirklich klassischen Kleidern oder auch einer Bluse oder irgendwas zu kombinieren. Also vielleicht nicht unbedingt allzu sportlich, sondern wirklich eher elegant. Ich bin auf jeden Fall schon richtig verliebt und werde sie mir dann gleich mal auf meine Größe einstellen und die nächsten Tage mal tragen. Denn wie gesagt, ich trage die Uhren im Alltag eigentlich durchwegs im Moment tatsächlich auch die Kette aus der Elan Collection recht gerne. Die kann ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken. Die ist auch von Daniel Wellington. Und dann würde ich sagen, war es das auch eigentlich schon mit dem Video für heute. Ich hoffe natürlich, dass euch das Unboxing gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich wirklich freuen. Ich packe euch, wie gesagt, alle Links zu der Website, zu den Uhren, gerne auch, wie gesagt, zur Kette oder alles andere, was euch noch interessiert, in die Infobox. Da könnt ihr ein bisschen stöbern. Meinen Rabattcode stelle ich euch auch nochmal in die Infobox, damit ihr ihn danach lesen könnt. Und dann könnt ihr euch ja einfach ein bisschen umgucken. Es gibt eigentlich immer einen Anlass und wenn es gerade keinen gibt, dann kann man sich auch einfach mal selbst beschenken, würde ich sagen. Ich verlinke euch dann hier an der Seite noch zwei meiner letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Ich freue mich auch immer, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!